Frankreich machte in Form eines Marktes in Wiener Neudorf Halt. Freunde der Grand Nation konnten hier französische Schmankerln und Leckerbissen einkaufen. Bonjour, bienvenue en France. Am neu gestalteten Platz direkt vor dem Gemeindeamt in Wiener Neudorf machte der französische Markt Halt, um Spezialitäten aus ganz Frankreich anzubieten. Von speziellen Käsesorten über typische französische Konditoreiwaren wie etwa den Macarons und besonderen Nougatwaren bis hin zum Wein wurde hier alles angeboten, was das französische Herz begehrt. Veranstaltet wird der Markt übrigens von einem Luxemburger. Luxemburg, Frankreich, zu Gast in Niederösterreich. Mit meiner Frau, wir leben in der Alpe d'Haute-Provence, im Süden von Frankreich. Sie ist original aus der Bretagne und ihre Arbeit ist, die Leute, sie ist, wie sagt man, das Händlerin. Sie mag es, die Leute zu verwöhnen und so, und darum hat sie ihren Crêpe-Stand. So. Und wir haben uns überlegt, dass wir etwas machen, auch in Corona-Situationen, damit wir nach Österreich kommen, dass die Leute trotzdem ein bisschen Urlaub genießen können. Und die Standler waren mit viel Freude und Eifer bei der Sache. Immerhin, man fühlt sich wohl hier in Österreich. Les gens sont, les Autrichiens sont sehr sympathiques. Ich mag die Leute hier in Österreich. Sie sind sehr freundlich und lieben unsere französischen Produkte. Und auch das Land an sich ist wunderschön. Ich fühle mich einfach wohl hier. Le pays est joli, schöner pays. Ich weiß nicht, comment dire. Denen gefällt das auch zu reisen. Dann den Leuten die Früchte und dann den Käse und alles da mitzubringen. Verbindet Frankreich mit Österreich? Was verbindet Frankreich mit Österreich? Das ist schon eine gute Frage. Also, wie man es ja weiß, früher war ja mit den Kriegen und alles Napoleon und so, ne? Das war ja nicht so gut angesehen. Aber heute, ich denke mal, dass was die Leute jetzt von Frankreich mit Österreich verbindet, ist vor allem die Esskultur. Die Esskultur und auch die Gastfreundschaft. Sie kaufen gerne in Frankreich ein? Na, ich war noch nie in Frankreich. Nein. Aber ich muss das kosten, ja, mit all diesen guten Nüssen. Und die lieben Leute, das Wetter gestern und heute, Gott sei Dank, ist es nicht so arg, dass sie das überstehen können. Was lieben Sie an Frankreich? Ja, das Essen. Und natürlich auch die Sprache und die Gegend und die Menschen. Und ich mag die ganze Welt. Was sagen Sie zu Frankreich in Wiener Neudorf? Das ist hübsch, das ist lieb. Frankreich hat schöne Sachen. Natürlich, natürlich. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Corona kam dazwischen und ich muss aufpassen. Ich bin doch schon lange auf der Welt und damit ja nichts passiert. Darum kam Frankreich in Form dieses Marktes auch nach Österreich, damit die Wiener Neudorferinnen und Wiener Neudorfer die französischen Spezialitäten ganz sicher und bequem zu Hause genießen können.